Wer hat schon die Chance, mit dem Beat Schlatter eine Hauptrolle zu spielen? Also gib dir fucking hell Mühe! Okay? Und bitte! Das ist eine feindliche Übernahme. Es ist Zeit für Rache. Ramin, ich weiss, du hast es schon lange vergessen nach all diesen Pranks. Aber ich vergiss nicht, wie du und dein Team mich vor 2 Jahren vor der ganzen Nation vorgeführt haben. Wenn du schon so lustig ja. bist, weißt du was? Erzähl doch mal einen Witz. Erzähl doch mal einen Witz für alle. Wir läuten an im Fall von einer Ermittlung von einem Verkehrsdelikt. Haben Sie mich gefüttert? Wir haben Sie gefüttert, jawohl. Ja. Normalerweise habe ich Geld über für das. Ja, das ist vielleicht gerade nicht so lustig. Es war die schlimmste Radiosendung von meinem Leben gewesen. Hund weg, Billett weg, Würde weg, 4-mal fertig gemacht worden. Was gibt das? Nervenblank beim Stefan Büsser und ich glaube, wir müssen das Ganze auflösen. Nein! Nein, nicht ihr! Nicht ihr! Ich habe ja schnell gesagt, für das gibt es Vergeltung. Und man hat gesehen, was passiert ist. Der Jul hat Schiss bekommen, er ist abgehauen. Der Robin, sind wir ehrlich, der ist mit seinen langen Haaren genug gestraft. Also bleibst du nur noch du, Ramin. Am Ramin sein allergrössten Traum ist es ja mal in einem Kinofilm mitspielen. Und diesen Traum machen wir ihn jetzt zum Albtraum. Ich zusammen mit diesen falschen Schlangen von der 2 am Morgen Redaktion. Da sind wir jetzt also im Schweizer Prank Center Nummer 1. Und ich habe gehört, der Ramin, der hat heute frei, wichtigen Termin. Hat jemand von euch Lust, den Ramin zu pranken? Ja. Der Plan? Wir laden den Ramin an ein Filmcasting ein. Und zwar für den nächsten grossen Schweizer Blockbuster. Einziger Haken, den Film wird es nie geben. Und das einzige Ziel der Filmcrew ist, den Ramin so richtig schön an seine Grenzen bringen. Damit das Ganze auch glaubhaft ist, brauchen wir natürlich grosse Namen. Zum Beispiel ein Beat Schlatter. Wie geht's um Tante Melanie? Er ist es! Der König von den Lustbuben! Er hat ja schon x Kinofilm gemacht, super erfolgreich, schafft im Moment an einer Theaterkomödie und das könnte ja gut sein, dass die dann noch ins Kino kommt. Also, das ist jetzt die Casting-Einladung, die von der Produktionsfirma in unserem Auftrag verschickt wird. Genau. Okay, da steht. Es geht um eine Rolle in der Kinoverfilmung des Theaterstücks Ab die Post. Ja. Der Film soll im zweiten Halbjahr 2022 gedreht werden und Ende. Wann soll ich Kino kommen? Ja, 2023. Ja, 2023. Soll ich wirklich schicken? Schick. Okay. Weißt du, er kauft es uns ab? Ich glaube schon. Und tatsächlich, 2 Tage später hat er schon zugesagt. Sie haben mich angefragt, weil der Beat Schlatter macht eine neue Verfilmung von einem Theater oder so. Ja. Ja, halt kinofilmmässig. Dann ist am Montag quasi das Casting für genau, die Rolle. Genau, am Montag ist das Casting und dann wird es anschauen ja. Und dann wird es bescheiden. Ja, sehr geil. Ja, wäre schon sehr geil. Ja, viel Glück einfach. Also in dem Fall nicht, nicht weiter erzählen. Ja, sonst ist nachher alles immer so gehypt und dann kommst du es nicht über und dann so. Ja, ja voll. Aber krass, Beat Schlatter, hä? Ja, voll. Ist er gegangen? Legende. Ja, ist gegangen. Gut. Scheiße. Oh, er hat zugesagt. Ja, aber er sagt ja eigentlich uns zu. Also er hat ja jetzt uns abgesagt, damit er uns zusagen kann. Es war alles bereit, um lospranken. Wir haben im Castingraum überall Kameras angetan, weil Castings werden ja gefilmt, damit der Produzent später entscheiden kann. Und eine von diesen Kameras war direkt mit mir im Kontrollraum verbunden, sodass ich immer schön alles gesehen habe. Also, so wie ich den Ramin kenne, kommt er in den nächsten paar Minuten. Ihr kennt euren Auftrag. Er soll sich so unwohl fühlen, dass wenn wir mit dem hier fertig sind, will er nie mehr an ein Filmcasting. Bringen wir das an? Das ist ein bisschen gemein, aber machen wir. Ich mache einen Good Cop, Bad Cop. Okay? Du bist der Good Cop, ich mache es auch schon. Okay. Der neben dem Beat Schlatter, das ist jetzt gerade die wichtigste Person, der Pascal Uli, der Regisseur von dem Film. Er soll am Ramin heute den Tag so zum richtigen Höllenritt machen. Ja, super. Und ich bin der, der sich freut. Geh mal hinter uns. Super. Mojo! Super. Merci vielmals für dich. Jetzt hat es losgehen. Auf den Glockenschlag Punkt 11 ist der Ramin fast überpünktlich zu seinem Termin erschienen.
Da war einer motiviert. Dann können wir gerade. Ist alles gut? Ja, sicher. Bist du nervös? Nein, eigentlich nicht. Okay, cool. Hey, lässig, ich freue mich. Ja, ich freue mich, ja. Hey, nein, ihr seid wahnsinnig lustig, ihr beide. Also. Hey, danke, danke. Versucht es. Also, ich fange mal schnell an. Meine Herren, wir brauchen mehr Umsatz. Und zwar bis Ende Quartal, sonst ist die Filiale hier nicht mehr zu retten. Da sind wir die Hängpunkte, das kommt von ganz oben. Den muss ich euch leider entlassen. Beide. Wieder schauen. Dann geht der raus, oder? Und dann fängt unser Spiel an. Der hure Doppel, der weiss doch ganz genau, dass ich mit 56 keine neue Stelle mehr finde. Wie soll ich das meinen Eltern sagen? Mama, Papa, euer Sohn schafft morgen an der Hartbruck und verteilt Surprise. Weißt du? Okay, also das ist schon mal. Also das sind. Jetzt müssen wir einfach noch ein bisschen aufpassen. Oder? Jetzt hast, lass zuerst den Beat lass sein Ding kommen und dann komm mit dem Stuhl. Aber das war gut gewesen, all die Ansätze, oder? Aber ich spüre einfach, ich sehe, sie sind wie gedacht. Weißt du, ich meine, ja. Hast du eine Schauspielschule gemacht? Nein. Okay, gut, das ist ein kleines Problem, aber das hast du gewusst. Schau, mir gefallen einfach immer seine Sketch und ich finde ihn sehr komisch. Ich finde ihn auch komisch. Sorry, ich habe noch nie einen von deinen Sketch gesehen. Yeah. Ich schaue kein Fernsehen, ich finde Fernsehen für Vollidioten. Aber ist egal, wir machen jetzt Kino, oder? Yeah, Kino ist gut. Ich spüre noch, dass es noch gemacht ist. Yeah. Okay? Also, weißt du, wie ich meine, oder? Also, nicht so tun wie wenn, weißt du, ich ging ein bisschen. Yeah. Oder? Sondern ich ging. Okay, ich will das spüren. Okay? Super. Ich habe es gar nicht. In mein Testament geschrieben, dass ich mal euch bitte eine Pöstrolle vor beerdigt werde. Bang! Super! Der hat auch verdammt weh. Vor allem, ja, du musst aufpassen, musst dich auf dich aufpassen, oder? Aber es ist gut. Und er ist fast in mich geflogen, aber es war okay, gewesen, oder? Ich glaube, es ist nicht seine Traumrolle, so wie er da sitzt. Also ich fände es super geil, wenn beide Figuren heulen würden. Kannst du das irgendwie auf Befehl heulen? Ich kann es versuchen. Probier's mal. Also wäre es super, wenn ich Tränen sehe. Von dir und von dir. Okay? Was nicht gut ist, wenn es nicht kommt, oder? Und man dann so. Das ist Kacke, oder? Also probiert das einfach realistisch zu machen, beide. Hä? Und. Sag mal eine Postleitzahl. 6048. Horb. 1660. Château d'Eau. Okay, aber irgendwie das. Okay? Hast du nicht rausgekommen? Ist nicht gekommen. Okay, bravo, Beat! Du bist ein Genie! Ja, ja. Kann ich dich engagieren? Ah, du bist schon engagiert. Okay, du weißt, was ich meine, oder? Du hast ihn gesehen, der Beat. Grossartig, ja, ja, oder? Nicht du musst dich mehr konzentrieren. Du kannst keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Ja, das habe ich noch nie gemacht, einfach so auf Anhieb. Weißt. Ja, aber wir wollen es probieren, oder? Jetzt probieren wir das nochmal. Es wäre mir wirklich wichtig, dass es irgendwie so halbwegs gerannt überkommt. Okay, probier es nochmal richtig. Ich bin Pöstler und ich will gar nicht anders sein. Die Uniform, das ist wie eine zweite Haut. Ich habe sogar mein Testament geschrieben, dass ich mal mit einer Pöstleruniform beerdigt werden möchte. Sag mal Postleitzahl. 6048. Okay, sorry. Ich glaube, ich mache mal etwas anderes. Das funktioniert nicht, der mit dem Grennen, oder? Ja, für mich. Okay, also, das ist einfach. Das kannst du einfach nicht, okay? Vielleicht können wir das üben. Oder vielleicht muss ich mir etwas anderes überlegen, okay? Aber geht einfach nicht, oder? Ja. Sehen wir. Ist nicht so schlimm, aber ist nicht so lässig. Gut, also, komm, wir machen die andere Szene. Zum Glück war der ja noch nie an einem richtigen Filmcasting. Sonst wüsste er. Dass das nie würde so ausarten wie jetzt geht. Und Action! Du weißt, wie man Braunfühle behandelt. Du sag mal, was ist los? Es ist 12:30. Ich habe bei einer noch die Vorhänge aufgehängt. Zwei Stunden? Ja. Ah, nein, ich habe noch bei Meier den Tuya geschnitten. Ah, okay.
Du bist hervorragend. Okay, du musst einfach, also was ich jetzt einfach merke, ist, dass der Beat einfach eine Stufe noch besser ist. Also, ja. Sorry, ich will es nicht so sagen, aber es fällt mir nicht gescheiter sein. Also, du musst einfach ihm ein bisschen Saures geben. Wahrscheinlich. Der Rami denkt jetzt wahrscheinlich, er spielt doch den selber. Ich meine, du siehst so sexy aus, oder? Ja. Er soll ein bisschen sexy den Film hineingeben, oder? Weißt du, was ich meine? Also, ich meine, als ich bei jung war, jetzt bin ich auch nicht mehr jung, bin ich in jedem Film oben ohne gewesen, oder? Ja. Und du bist wirklich, oder du kommst blöffen. Grundsätzlich sind das auch, weißt du, wo der Pimmel am vordersten tragt und so. Okay, weißt du, ich habe noch also, weißt du, ich meine, die Vorhänge aufgemacht, 2 Stunden, die hast du gefickt, die Frau. Mhm. Okay? Das ist so unangenehm. Das ist so unangenehm. Da mit dieser Braunfühle behandelt, einfach so mal einen ersten sexuellen Angriff, vermutlich hast du jetzt viel zu lösen, weißt du, ich meine. Ja. Und dann tun wir noch eine Schicht oben drauf, betrunken. Mhm, okay. Okay? Und bitte! Hey Gary, weißt du, wie wir Braunfühle amigs behandelt haben? Du, sag mal, es ist 12:30. Wo ist die Hand? Wo ist die Hand? Ich habe einer den Vorhang aufgehängt. 2 Stunden? Ja. Gut, es war 2x1 Stunde mit einer Pause dazwischen. Sehr geil. Oder, aber genau von dem schwätze ich, oder? Das ist hure geil, oder? Der mit dem Sex, der ist schon recht gut. Das Betrunkene ist einfach noch gespielt. Ja. Nein, ich will wirklich, das, also das müssen wir einfach anbringen, dass man alles könnte. Dass man könnte, quasi Sexgott sein und besoffen, okay? Ja. Aber eben, so ein Scheiss lernen wir an der Schauspielschule. Darum gehen die Leute an Schauspielschule, oder? Ich kann gerade echt nicht glauben, was abgeht. Okay, du musst ein bisschen aus dir rauskommen, Mann. Ich meine, hey, wer hat schon die Chance, mit dem Beat Schlatter eine Hauptrolle zu spielen? Also gib dir fucking hell Mühe! Okay, und bitte! Ich habe noch einer den Vorhang aufgehängt. Weißt du, wie das geht? Was ist mit dieser Pflanze da? Die? Ja, siehst du da innen noch andere? Der Pascal hat sich noch so Mühe gegeben, aber der Ramin war einfach zu gut. Er hätte ihn nicht mehr fertig machen können. Also hat er kurzerhand den Plan gewechselt und hat ihn jetzt einfach in den Himmel gelobt. Aber was ist, wenn sie auffliegt? Ja, wieso soll die auffliegen? Hey, die arbeitet seit 6 Jahren im Sozialamt und hat dort ein Budget für Sozialdetektive, wo sie frei darüber verfügen kann. Sozialdetektive? Du sagst es ja selber. Was sind wir? Was sind wir? Büstler, Gary! Eben, und darum sind wir für die Sache prädestiniert. Weißt du was? Ich will dich haben. Du bist hure gut, du bist engagiert. Du bist so eine geile Sau! Du hast ja gesagt, ich bringe dir die besten Leute. Ich habe nicht gedacht, dass ihr einer, der beim Fernsehen arbeitet, so etwas kann. Du bist hure gut. Ich rufe jetzt einen Produzenten an und am liebsten würde ich gerade Verträge machen, okay? Hey, gratuliere, das ist noch nie einer so schnell zu einer Rolle gekommen. Das ist hure geil. Hast du gesehen, wie er das alles angebracht hat? Hey Steff, los mal, der ist ein Genie! Bist du sicher? Ja, ich bin fucking sicher. Ich will mit dem einen Vertrag machen, weil wenn das irgendjemand herausfindet, wie wahnsinnig gut das der ist, dann macht jeder Trottel mit dem Filmen. Weißt du, was ich meine? Und ich will den haben. Also, dann komme ich rüber. Okay, super, merci vielmals, ciao. Ich bin so geil. Jetzt sind sie auch mal. Ich hätte den Job ja nicht gegeben. Oh, ihr seid so Arschlöcher, Mann. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ihr seid so wie. Du hast mir so leid da im Fall. Ich war so gut! Ah. Ja, du warst viel zu gut! Ah, nein! Wichser, Mann. Ihr seid so Wichser! Nein! Oh, das ist mir jetzt so peinlich, Mann. Die gute Nachricht ist, du hast die Rolle. Die schlechte Nachricht ist, es ist nur in einem 2 Uhr Morgen Video. Oh Mann, ihr seid so Arschlöcher! Ja, mein Schatz. Ich glaube, es ist jetzt ausgeglichen. Du hast meine Radiokarriere zerstört und ich habe jetzt deine Filmkarriere zerstört. Wir sind quitt. Oh Mann. Ich lade dich noch ein bisschen mecken. Schäm dich noch ein bisschen. Du bist gerade am Durchgehen, was die schlimmsten Szenen sind, die wir hier schneiden.